Distelfink. Ein wunderbar gezeichneter Vogel. Wir hätten ihn im Garten, aber das bedingt, dass er eben Sämereien hat. Studen, die eben Samen abgeben. Distler heisst ja nicht von ungefähr Distelfink. Sehr gerne ist er auf diesen Disteln. Es ist gut, wenn man die im Herbst stehen lässt. Und der Distelfink war der Lieblingsvogel von meinem Vater. Und er ist dann auch von mir geworden. Und es gibt auch noch viele Geschichten um den Distelfink. Eine, die ich nur erfahren habe, und selber gesehen habe, dass es stimmt. Oder? Bei vielen Gemälden, alte Kirchen gemälde, Fenster zum Beispiel, oder auch Bilder eben mit der Mutter Maria und dem Jesuskind auf dem Arm, hat das Jesuskind einen Vogel in der Hand. Und wenn man dann genau her schaut, sieht man, es ist der Distelfink.